Einstein wird Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X. Oh, jetzt. Gut. Die Mercedes. Wir haben die ersten Bilder von dem spektakulären Schiffswrack. Fast 100 Jahre war es verschollen, nachdem es bei einem tragischen Unglück im Lago Maggiore gesunken ist. Das ist das Spannende hier, ja. Auf die Spur kam er, der Wrackjäger Jörg Mathieu. Und das ist nicht entdeckt worden bis jetzt. Das ist natürlich auch das Tolle. Ja. Etwas, was das kannst heute, ist das schwierig, oder? Wo kannst du noch etwas entdecken? Wie gut ist das Wrack erhalten? Sieht man die Schäden vom Drama? Dass wir das Wrack filmen können, müssen wir 270 Meter in die Tiefe. Wie funktioniert so ein U-Boot und wie sicher ist es? Wenn es einen Notfall gäbe, also wenn man jetzt Rauch drin hat, hat für jeden eine Notversorgung. Was hilft der Wrackjäger bei der aufwendigen Suche? Wartet manchmal auch wertvolle Schätze. Einstein über Entdeckergeist, Abenteurer und ein Fenster in Geschichte. Yes, wunderbar, ihr seid auf dem Wrack. Ich habe alles verstanden. Wo haben wir den Shampoos? Ich bin gerade ziemlich angespannt. Mit einem U-Boot 270 Meter tief in Lago Maggiore abtauchen. Lago mio. Der blaue Punkt haben wir im Visier. Dort liegt scheinbar ein spektakuläres Wrack. Vor ein paar Wochen haben das der Jörg Mathieu und der Martin Wenzel mit einem Tauchroboter schon mal orten können. Die beiden sind Wrack- und Schatzsucher aus Leidenschaft. Also, geht los. Das geht jetzt eine Weile. Der Jörg Mathieu lässt ein beschwertes Seil über dem vermuteten Ziel haben, als Orientierungshilfe für einen Steuermann und unseren Tauchgang. Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist der Name. Also wir wissen, wir haben das Wrack gefunden. Und dann haben wir auch die ganze Geschichte suchen. Oder? Aber das ist jetzt das erste Mal. Ja. Das, so hat es noch niemand gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass jemand schon in die Tiefe ist mit einem U-Boot hier in diesem See. Da habe ich nichts gehört. Und das ist eine riesige Chance, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Das U-Boot ist ausgeliehen. Es gehört dem Philipp Eppelbaum. Der Luzerner und seine Crew haben P63 gerade frisch umgebaut und in diesen Tagen im Lago Maggiore Tiefentests bis 370 Meter gemacht. Ich steige also quasi in ein niegelnagelneues U-Boot. Was mich aber irgendwie nicht viel entspannter macht. Einspaziert. Dann kommen wir rein und dann gebe ich die Weste raus, wenn wir unten sind. Machen wir so. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Famous last words. Ade, merci. So, ich bin da. Tobi, magst du mir die Kamera entgegen? Klar. Gut, Hasi. Voilà, auch der Kameramann kommt an Bord. Die Crew ist komplett. Also mache ich ein kurzes Briefing, oder? Ja. Also, wir sitzen im U-Boot. Vielleicht kurz, was wir hier sehen auf den Displays. Hier sehen wir den tiefen Übergrund, wenn wir am Abtauchen sind. Hier sehen wir die aktuelle Tiefe, die wir sind. Und hinten, die beiden Bordsicherheitshähne, weißt du, wo die sind? Die schauen. Nein, da musst du mir schnell zeigen. Entschuldigung. Jawohl. Sind die offen jetzt? Die sind jetzt offen. Gut. Bestätigen. Gut. Wenn ihr bereit seid, tun wir die Luke zu. Ja. Vielleicht noch eine Sache. Wenn es einen Notfall gäbe, also wenn man jetzt Rauch drin hätte, das könnte ja möglich sein, oder? In einem Flieger ist das auch möglich. Hat für jeden eine Notversorgung. Ja. Das ist einfach ein normaler Lungenautomat, wie du auf dem Tauchen herkennst. Genau, das kenne ich. Also Lungenautomaten, die sind angeschaltet. Und eine Brille hier drin. Ja. Für jeden. Oder? Gut. Also, Lücke zu. Deckel ist zu. Ist das da?
dein Handy. Ja, ich wollte gerade sagen. ist das abends noch so? Ein Klingelton. Ja. Ist jetzt gar nicht richtig. Ja, genau. Ich denke, das tönt ja wirklich. Ja. Verstanden, wir sind 13,8 Meter vor der Boje. Aber das Boot fährt nicht zur Boje. Wie geht es dir gut? Ja. Aber schon so eine leichte Anspannung. He? Oder? Bei dir auch? Das ist nicht alltäglich, ja. Natürlich vor allem die Spannung vom Wrack. Ja. Nein, das, ja. Wie jetzt denn das aussieht. Ich mache die Tauchventil auf. Ja. Also noch 265 Meter tiefer, dann sind wir unten, an einem der tiefsten Punkte in der Schweiz. Gell, Jörg, wir machen jetzt nicht eine Tauchfahrt ins Blaue, sondern wir wissen genau, wo wir hin müssen. Ihr habt ja das Wrack schon mal gesehen. Genau. Mit dem Roboter haben wir eben das Wrack so ganz grob einfach anschauen. Dann konnten wir den Schiffsnamen lesen, Mercedes. Ja. Und dann ist man natürlich sofort schauen, wegen der Geschichte und alles. Man sah, das ist ein Grässers, das ist 20 Meter lang. Und das hat eine tolle Geschichte gegeben, ja. Wirklich. 1928 gesunken. Und in den Zeitungen war das natürlich eine grosse Sache gewesen. Das tödliche Drama beschäftigte seinerzeit das ganze Tessin. Vor Brissago, bei schönstem Sommerwetter und nur wenige Meter vom Ufer entfernt, rammte die Mercedes mit ihrem Bug das italienische Passagierschiff Magnolia. Die Mercedes lief rasch mit Wasser voll und nur dank dem tapferen Einsatz eines Carabinieri auf der Magnolia konnten 9 Menschen lebend aus dem Wasser gerettet werden. Der junge Maschinist und Bootsführer der Mercedes verschwand mit dem Schiff in der Tiefe. Leiche und Wrack wurden nie gefunden. Aber der Maschinist, der müsste eigentlich immer noch unten sein. Ja, also er ist, sie haben ihn zur Zeit nicht gefunden. Sie haben länger gesucht noch. Die Schiffe haben schon gesucht, aber nicht gefunden. Der ist aber wahrscheinlich eingeklemmt worden, oder? Ist anzunehmen, ja. Wenn er auf dem Schiff drin war und so, dass er einfach nicht weggekommen ist, ja. Aber was ich noch spannend finde, man hat das Schiff ja öfter gesucht und an einem ganz anderen Ort vermutet, in einer Tiefe von so 130 bis 150 Meter. Und ihr habt es jetzt auf 270 Meter geortet. Ja, genau. Wie kann das so einen Unterschied geben? Wir konnten das auch nicht vorstellen. Weil das ist am Ufer Aachen, mehr oder weniger, und liegt jetzt relativ weit draussen im See. Darum haben sie es auch zur Zeit nicht gefunden. Und wir denken, es ist vollgelaufen. Und dann auch mit der Zeit kann das ein bisschen treiben. Du siehst gar nicht mehr viel von dem. Der Schiffsrumpf hat natürlich eine hydrodynamische Form und dann kann das auch noch wegbleiben. Ja. Wir sind jetzt auf 60 Meter und beim Blick durchs grosse Bullauge sieht man nichts als trübes Wasser. Aber das passt irgendwie gerade gut zur Suche nach einem Schiffswrack, der ein bisschen vergleichbar ist mit Fischen im Trüben. Wie findet man hier draußen ein einzelnes Wrack? Bei einer Suchaktion wie dieser stießen sie kürzlich auf die Mercedes. Es war Zufall. Eigentlich hatten sie, wie heute, ein ganz anderes Schiff im Visier. Seit 4 Jahren jagen sie nach der Torpediniera T-19, Codename La Locusta, die Heuschrecke. Das Torpedoboot der italienischen Guardia di Finanza war 1896 in einem Sturm mit 12 Mann spurlos verschwunden. Das wäre eine Sensation. Das wäre unser Ziel. Ja. Das wäre. Aber man muss einfach immer dranbleiben. Irgendwann werden wir sie finden. Sie sind nicht die Einzigen, die nach der legendären Heuschrecke fahnden. Wer Erfolg haben will, braucht neben Geduld auch die richtigen Suchtechniken. Hey, da ist das Navi. Navigationsgerät.
Wir gehen jetzt in den Bereich, der Torpediniera könnte sein. Das ist eben mitten im See. Die Punkte, die sind sehr spannend. Was etwas anders ist als sonst auf dem Boden, wo man anschauen muss. Sämtliche Koordinaten bleiben geheim. Wrackjäger lassen sich nicht gerne in oder auf die Karten schauen. Auf der Suche nach der Torpediniera sucht Mathieu systematisch alle Anomalien auf dem Seegrund ab. Erfasst werden diese Anomalien mit hochauflösender Sonartechnik. Und da musst du jede abchecken. Und das ist jetzt eine von den letzten, die wir haben, bevor wir eine andere Suchtechnik noch einsetzen müssen. Was wirklich spannend ist, weil es hat drei Hügel. Und das, die Torpediniera, die hat so wie drei Aufbauten gehabt. Nur noch wenige Meter bis zum blauen Punkt. Genau hier vermutet er das Wrack. Jörg Mathieu schickt ein Seil mit Bleigewicht Richtung Seegrund. Exakt 265 Meter unter der Boje könnte die T-19 liegen. Finden soll sie dieses kleine gelbe Ungetüm, genannt Ruff. Ja, das ist jetzt der Unterwasserroboter. Und was der jetzt alles hat, ist einerseits natürlich eine hochauflösende Kamera. Andererseits hat er relativ viel Licht, also eine. Darunter hat es 2, 3, 4 Scheinwerfer. Und nachher hat er 7 Motoren. Kompass, das ist ein wichtiges Teil. Das Rundumsonar, ohne das ist der Ruff eigentlich fast nicht brauchbar, weil du nur auf Sicht bist und zum Teil wirst du nachher sehen, ist die Sicht nur 1,2 Meter, oder? Aber mit dem siehst du nachher eben mehrere Meter. Ein Objekt, das rausstehen, siehst du nachher tiptop auf der Bodenkarte. Und ist gemacht für 300 Meter. Es gibt auch immer etwas zu basteln. Einen Roboter kannst du nicht kaufen und brauchen. Du bist immer am Basteln. Tiptop. Die Stelle ist gut. Die Stelle ist hier, wir sind auf der Grenze, Italien-Schweiz, mitten im See. Niemand hat es gesehen sinken, also könnte schon sein, oder? Der Roboter schickt erste Daten. Mathieu sieht auf seinen Monitoren die Kamerabilder und Sonarsignale. Alles live, gesteuert mit dem Controller einer Spielkonsole. So, jetzt haben wir es gerade, 2,58. Da kommt der Boden. Da kommt der Boden, ja. Ja, jetzt kommt einfach der Moment, ob wir etwas haben oder ob es halt ein Artefakt war. Es hat hier schon Gegenstände. Es hat hier irgend Holz oder etwas. Aber im Moment sehe ich kein Wrack. Sagen wir es so. Bruno, noch nichts Gescheites? Nichts. Das hier sieht ein bisschen komisch aus, ja. Ja, das könnte es sein. Bruno, das ist zu flach. Das ist 10, ja, 20 cm hoch. Okay. Schaut euch nichts aus an, konkret. Nein. Es hat fast nichts. Es ist relativ fad. Es hat so Taschen, wahrscheinlich von Bakterien. Blätter habe ich jetzt gerade, aber nichts Gescheites. Nein. Wir kommen hoch an die Eiche. Machen noch ein grosses Scan. Okay. Auch heute keine Spur von der Torpediniera. Doch ohne die Suche nach ihr wäre Mathieu nie auf die Mercedes gestoßen. Hier stammt vielleicht noch mal rüber. 100 Meter. Jetzt auf den Punkt. Wir kommen der Mercedes langsam näher. 170 Meter fehlen noch. Barrierung ist nicht schlecht. Ich glaube, ich tue dahinter. Nein, da wird noch ein bisschen mehr neigen. Du tust davor den Tank noch ein bisschen auspumpen. Es gibt ein bisschen Leistung. Ich probiere das, oder? Noch ein bisschen. Sind wir neutral kariert.
dazu. Wenn wir nichts machen würden, würde das U-Boot selbstständig langsam auftauchen. In dem U-Boot steckt natürlich enorm viel Technik. Aber das Prinzip, wie so ein U-Boot funktioniert, das ist eigentlich ganz simpel. Die P-63 ist eines der innovativsten seiner Art. 5 Meter lang und 2,5 Meter breit. 6,5 Tonnen schwer. Maximale Tauchtiefe 400 Meter. Zertifizierte Tauchtiefe 300 Meter. Maximale Besatzung 5 Personen. An der P-63 sind seitlich 4 Tauchtanks angebaut. Schwimmt das U-Boot an der Oberfläche, sind diese voller Luft. Werden die Tauchventile geöffnet, entweicht die Luft und Wasser strömt in die Tanks. Das U-Boot wird schwerer und sinkt. Für den Aufstieg wird das Wasser aus den Regulationstanks wieder nach außen gepumpt. Pumpt man mehr Wasser aus als zuvor ein, wird das U-Boot leichter und steigt auf. Das ist das archimedische Prinzip von der Auftriebskraft. Oder auf gut Deutsch: Physik hilft, dass so ein U-Boot eigentlich immer wieder raufkommen sollte. Ich frage jetzt vielleicht ein bisschen spät, Paul, aber wie sicher ist das U-Boot? Das ist sicher. Wir haben mit einem kompletten Stromausfall immer noch 3 Möglichkeiten zum Auftauchen. Ja. Und wir rein mechanisch. Wir können mit Gewicht abwerfen. Das ist eine Methode. Wir können mit Ablosen haben wir 2 verschiedene Luftversorgungen, wo wir können draussen Tank ablosen und so können aufsteigen. Bis 1,5 Tonnen ja. Auftrieb können wir mit dem Aussertank entziehen. Ja, das ist beruhigend. Ja. Dann haben wir noch einen U-Boien an Bord, wo wir ihn abschießen können. Dann könnten sie uns noch aufziehen mit den U-Boien. Ah, okay. Ich muss dazu noch sagen, ich habe lange zweifelt, ob ich wirklich einsteigen soll. Weil beim Stichwort U-Boot geht wahrscheinlich nicht nur mir blitzartig das tragische Unglück durch den Kopf, das noch nicht einmal ein Jahr her ist. Etwa so sah es aus, als das Tauchboot Titan am 18. Juni 2023 zu Wasser gelassen wurde. An Bord gut betuchte Touristen, die für die exklusive Expedition in die Tiefe $250.000 bezahlt hatten. Sie waren auf dem Abstieg zur legendären Titanic, als der Kontakt zum U-Boot plötzlich abriss. Die internationale Suchaktion vor der US-Küste brachte die schreckliche Gewissheit. Auf dem Grund des Atlantiks in 3.800 Meter Tiefe, nur 400 Meter vom Bug der Titanic entfernt, wurden Trümmerteile entdeckt. Es gilt als sicher, dass der Rumpf der Titan dem enormen Wasserdruck nicht standhalten konnte. Das Tauchboot implodierte. Vor Reisebeginn hatten die Passagiere den Verzicht auf Haftungs- und Rechtsansprüche unterschreiben müssen. Was das Vertragswerk anging, hatte das Unternehmen OceanGate an alles gedacht. Anders als für die Expedition selbst. So wurde die Titan nie zertifiziert. Ein Risiko, aber kein Hindernis für die Abenteurer. Für Ortung und Bergung der 5 Leichen gab es kaum je Hoffnung. Statusmeldung. Sauerstoff. 160 Bar. CO2 0,26, Sauerstoff 21,6. Alles verstanden, wunderbar, Schluss. Also wir haben hier unsere Position vom Oberflächenboot Athena. Das ist P-63 U-Boot, das jetzt am Tauchen ist. Ist etwa in Distanz von 25 Metern von uns weg. Und das ist das Wrack Mercedes, wo Sie gehen betauchen jetzt. Ihr habt das Heading von eurer Position gemäss unserem Sea-Track von 128 Grad zum Wrack. Antworten. Kommunikation und Ortung laufen oben wie am Schnürchen. Das U-Boot-Drama in den USA hat auch den Besitzer der P-63 betroffen gemacht. Aber es hätte gar nie dazu kommen dürfen. Mein Eindruck war, dass das eigentlich deutlich gezeigt hat, dass das, was man macht, das ist das eine, aber wie man es macht, das ist genauso wichtig. Und da gibt es halt einfach gewisse Vorgaben, gewisse Grundlagen, die man muss respektieren muss. Und wenn man die einhalten tut, dann ist es eigentlich etwas sehr, sehr Sicheres. Weil im Grunde genommen U-Boot-Tauchen ist etwas ganz Einfaches, Physikalisches. Wir sind jetzt rund 20 Minuten im See und tauchen weiter entlang von der Orientierungsleine, wo uns zum Wrack von der Mercedes führen soll. 200 Meter, ja, jetzt müssen wir schauen, mit dem Sonar.
Sicht ist ein bisschen besser. Also gut, wir sind noch nicht auf dem Grund, aber so tendenziell. Ich finde auch, oder? Gell? Ich bin jetzt 6 Meter von der Leine weg. Und siehst du die Leine durch? Das wäre der Hammer. Es ist eben immer Distanz täuscht. Ja. Durch Brechung. Ja, es sieht jetzt viel näher aus als 6 Meter. Als wenn das Wrack sieht viel kleiner aus als in Wirklichkeit, ist es grösser. Das Wrack ist 20 Meter lang und hier hast du die Idee, ja, das ist viel kleiner. Ja, ja, effektiv. Das ist unglaublich. So. Taucht da vorne das Wrack dann irgendwann auch auf? Da jetzt was, oder, da ja, müssen wir dann auch sehen. Dann gut, weil ja. Die Übersicht wie hier hast du mit der Kamera nicht. Klar. Hier siehst du wirklich, so hast du die ganze Struktur gesehen. Ja. Und das haben wir auch noch nicht so, in dieser Form. Das wird genial. Schauen. Wenn wir dann am richtigen Ort sind. Athena, VP63, Antwort. Noch knapp 40 Meter. Also jetzt ist schon Spannung in der Luft. Der ist wieder schlecht. Wir machen einfach die Statusmeldung. So was von Abenteuer. Statusmeldung. Oh Mann. Sauerstoff immer noch 160 bar. Ein bisschen zurücknehmen. CO2 0,22. Sauerstoff 21,8 partial. Die Vorstellung, dass über uns jetzt 240 Meter Wasser ist, das ist schon irgendwie ein bisschen beklemmend. Das muss ich also sagen. Vor allem, wenn du hier hoch schaust und siehst einfach nur schwarz. Zünd mal hier hoch. Das ist extrem. Es ist einfach stockdunkel, das hätte ich nicht gedacht. Ein bisschen Speed reduzieren, also man langsamer sinkt. Wir haben noch 15 Meter. Du machst es doch einfach spannend, gib es zu. Ja. Ja, wir müssen auch vorsichtig sein, wir dürfen nicht anheichen oder so. Ja. Also, genau, wenn wir nachher natürlich Schlamm aufwirbeln, dann... Ja, das wäre nicht gut. Und das wird man sowieso, aber so wenig wie möglich. Ja, jetzt hat es ein bisschen mehr Partikel, hast du gesehen, Paul? Ja. Ich habe bald das Gefühl, das ist das Wrack. Auch der öffnen. Der öffnen. Ja, super. Ja. Den brauchen wir dann sicher auch. Sehr gut. Paul, ich denke, da ist er. Das ist es gerade. Ja. Ey, Bill drauf. Jetzt musst du mal schauen, wie das kommt. Ja, das sieht man schon. Ja. Oh mein Gott. Ja, sicher. Krass. Also, wir werden fast drauf hocken. Ja. Ja, gut, du hast noch. Nein, es ist gut. Dann hätten wir einen Hammer aufgenommen. Findest du nicht schlecht? Ist nicht schlecht, gell? Jetzt kommt die ganze Länge zum Zug. Schau. Ja, gell, so haben wir das nie gesehen. Paul, schaust du, dass du nicht weit dran kommst, gell? Du hast nur noch einen Meter. Ja, kannst du aufnehmen. Ah, jetzt! Ja. Oh! Gut. Oh, wow. Ja, so haben wir es nie gesehen. Und der Strehling da, das heisst, hier kommst du zu den Aufbauten. Ja. Wahnsinn! Das sind Bilder von der Aussenbordkamera. Dass wir überhaupt etwas gesehen ist, den starken Skiwerfer vom U-Boot zu verdanken. Wir sind am Öffnen, gell? Ja. Okay. Das ist cool, hä? Das sieht Hammer aus. Schau mal. Jetzt sind wir an den Aufbauten. Siehst du das? Da Scheiben. Kabine. Ist das ein Ding, ein Mast, den wir aufklappen können? Siehst du das? Das Mast ist nicht so ein Flaggenmast, oder? Ja, lustig. Ein bisschen Schwammer. Was geht gerade so in dir vor? Das ist der Hammer. Das ist eine Soße zu sehen, weißt du? Einfach super, nur super. So kannst du es sonst nie dokumentieren, oder? Also, das muss man vielleicht auch noch mal betonen, das ist so einmalig. Auch die Bilder, die ihr jetzt machen könnt, gell? Auch für euch, für die Geschichte. Dass du diese Möglichkeit hast, so selten, weißt? Mit einem U-Boot auf die Tiefe ankommen und es funktioniert alles, das ist ein einmaliges Erlebnis, ja. Wow, das ist schau mal das an.
Es ist schon, es ist so eindrücklich. An der Oberfläche leichte Hektik. Der Funkspruch von unten ist überfällig. Sie müssten längst beim Wrack sein, aber keine Bestätigung. Sie sind doch nicht 100 Meter weg. Sind sie vorbeigefahren? Martin Wenzel vom Nautic Discovery Team und die Schiffscrew rätseln über die Gründe. Ich warte jetzt einfach, bis sie selber sehen. Was hast du das letzte gehabt? Nix. 17. Wir diskutieren unten darüber, was Jörg Mathieu seit mehr als 35 Jahren antreibt. Weil der Aufwand ist gewaltig. Und Frags, die bleiben meistens unten. Das ist wie ein Fenster in Geschichte, oder? Du siehst jetzt das, was 1928 passiert ist am Schluss. Und das ist nicht entdeckt worden bis jetzt. Das ist natürlich das Tolle, gell? Ja. Etwas, was das kannst heute, ist das schwierig, oder? Wo kannst du noch etwas entdecken? Was hast du jetzt hier? Ein chemisches kleines. Ja, das ist jetzt irgendwie eine Kabine da. Das sehen wir schon über. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich am Bug da. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Oh, schau, jetzt ist der Name. Oh, Mercedes. Macht das für dich auch Faszination aus? Definitiv. Das sind nachher die tollen Momente, weil wir suchen ja so lange immer. Und wenn du nachher wirklich so ein Erlebnis hast, das tut dann entschädigend. Du hast eine Statusmeldung gegeben. Mach ich nochmal. Athena von P63. Antwort. Statusmeldung. Wir haben immer noch 160 geblieben. Sauerstoff. 0,24 CO2. Und 22,3%. Ja! Wir sind auf dem Wrack. Super. Wunderbar, ihr seid auf dem Wrack. Ich habe alles verstanden. So. Wo haben wir den Shampoos? Ja, wahrscheinlich geht aber jetzt gegen Bug. Und da siehst du den Schaden. Da müsstest du den Schaden sehen. Aber fühlst du dich gut? Ja, sehr gut. Ja, das ist super. Nein, das ist ein Wahnsinnserlebnis. Ja. Der Jörg würde jetzt gerne noch die Schäden von der Kollision dokumentieren. Quasi als letztes Kapitel in der Geschichte von der Mercedes. Die sind ja mit dem Bug in den anderen drin gefahren, bei schönstem Wetter. Das ist das Spannende hier, ja. Ja, da siehst du den Schaden, siehst du? Mhm. Ja. Definitiv. Jetzt sind wir schön vorne dran. Oh wow. Das ist ein Balken, der ankam. Ja, das ist ein Balken, aber. Ja. Meinst du, ist es vom anderen Schiff? Oder? Oder von diesem hier, gell? Weil das andere hat nicht einen grossen Schaden gehabt. Ja. Aber es hat euch Holz angesammelt, ja? Ja. Kannst du einen Schlag noch riskieren? Einen ja. Dran? Das gebe ich einen Hammer in Sicht, jawohl. Das ist Hammer. Man hat manchmal das Gefühl, man schaue in einen Fernsehbildschirm rein und sehe ein Doku am Schauen. Ja. Aber man muss sich vergegenwärtigen, wir sind in 270 Meter Tiefe und sitzen in einem U-Boot. Ich denke, jetzt mit dem, jawohl, mit dem. Das waren gerade noch mal ein paar Knallerbilder. Oder? Ja, das war jetzt noch mal sehr lohnend. Ja. So, es geht wieder aufwärts. Langsam aufsteigen. Oberfläche, willkommen. Tobi. Technik. Super, danke, Paul. Das war der Hammer. Tobi. Für dich auch, oder? Ja, hättest du mit so viel gerechnet?
Nein, also, dass wir so gut es sehen, weißt, dass wir es anschauen können. Weil die Sicht hier ist so schlecht. Ja. Und jetzt sind wir das erste Mal anständige Aufnahme. Weißt du, top gewesen. Ja. Weißt du, und jetzt mal schauen. Das ist jetzt ja ein Fund, den ihr auch öffentlich machen wollt. Es gibt aber auch einen Haufen, den ihr geheim behaltet. Warum? Ja, aber das mit dem geheim behalten ist so eine Sache. Irgendwie wollen wir ja etwas schön dokumentieren, aber das Erlebnis teilen mit den Leuten, die Geschichte wiederbringen. Aber wenn ein Wrack auf 50 Meter ist, wunderbar schön, noch die Steirrad dran, Kompass und alles, dann will man natürlich nicht unbedingt, dass die Teufel nachher angehen und alles abschrauben und so, was ja normal ist. Wem gehört eigentlich so ein Fund? Wenn es archäologisch ist, dann ist es eigentlich nachher der Archäologie. Dann haben die Hoheit darauf. Und wenn man etwas Wertvolles findet, dann ist natürlich am besten ein Rechtsnachfolger. Und das gibt es zum Teil sogar über Hunderte von Jahren. Dann ist es immer der Rechtsnachfolger. Und dann kann man schauen, kann man da verhandeln, kann man etwas machen oder gibt es keine Chance. Ja. Ein Schatz hat es auf der Mercedes natürlich keinen, aber der Jörg Mathieu und sein Team haben auch andere Projekte, die nicht nur die Frack, sondern auch einen möglichen Schatz lockt. Wir sind am Aufstieg, 166 Meter. Alles okay, Schluss. Wrackjäger hoffen natürlich immer auch auf den großen Schatz, der im besten Fall viel Geld einbringt. Martin Wenzel, Geschäftsmann aus Dresden und Mathieus Partner im Nautic Discovery Team, hat die gleiche Passion und auch die finanziellen Mittel, die es für ihre internationalen Projekte braucht. Also wir haben in der Vergangenheit in Indonesien, in Asien sehr viel Geld versenkt. Ja, das musst du erst mal verdienen. Waren erfolgreich, aber im Film hört es ja dann auf. Ja, du findest einen Schatz und da ist der Film vorbei. Da fängt es eigentlich erst an. Unser letztes Wrack, was wir gefunden haben in Indonesien, das ist jetzt 13 Jahre her, haben wir noch nicht rausbekommen. Ja, es wäre da, 33.000 Münzen, Kanonen, ja, Porzellan und alles Mögliche und liegt dort und wir haben es nicht zu Geld machen können. So ist das halt. Und wieso ist das so? Naja, die Regierung, also du hast dort, wir haben einen Vertrag mit der Regierung, Präsident wechselt, dann hast du 13 Ministerien, die müssen alle unterschreiben, die wollen alle Geld haben, kriegen alle Geld, dann bist du beim Letzten und hat der Erste vergessen, dass er was bekommen hat, geht's wieder los. Wie viel ist einfach pure Leidenschaft, was zu finden und wie viel ist das eigentlich, das ist, Geld verdienen? Nee, ach gar nicht, das ist pure Leidenschaft. Also wir machen das aus Spaß, wie jetzt hier im Lago Maggiore. Die Mercedes, da ist kein Blumentopf zu gewinnen, außer tue Gutes und sprich drüber. Ja, ist mal untergegangen, gab es halt auch einen Toten dabei und das zu die Historie wieder zu Leben zu erwecken, das ist dann schon, das ist die Leidenschaft, ja, dabei. Es ist schon noch spannend und auf dieser Tiefe, gell? Es ist eine ganz andere Welt, oder? Die, ja, total. Und die Ruhe da unten, also es hat extrem etwas Magisches auch. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, oder, du vergisst die Zeit völlig, du bist dann so gefangen. Ja. Das ist halt auch ein bisschen der Lohn vom Ganzen. Weil, gell, wie manchmal geben wir an und es ist nichts. Wie manche Tage suchen wir, am Ende des Tages hast du nichts. Oder? Ja. Und dann, wenn dann etwas kommt, oder, dann ist einfach schon. Ja. Ja, das war heute also sehr ein grosser Lohn gewesen, oder? Das war das Alltag, ja. Oder? Das ist ja. Also, Mercedes hast du jetzt gefunden, aber hier im Lago Maggiore wäre natürlich noch etwas anderes, oder? Wo du schon lange auf deiner Liste hast. Ja, ja. Die Torpediniera. Torpediniera, genau. Das wäre so ein bisschen sensationell schon, weil wir haben einfach so viel gesucht schon. Und es ist so ein Rätsel, die sind einfach abgesunken in der Nacht in einem Sturm. Ja. Und nie gefunden. Nie gefunden. Und da haben wir schon noch Hoffnung, ja, das wäre. Und wenn du sie findest, nimmst du mich wieder mit? Dann bist du dabei, ja. Sicher? Nein, können wir nicht Nein sagen. Anschlag drauf. Ja, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Nein, jetzt sehr hast du das schon können. Ja. Ja. Ja, da haben wir jetzt schon müssen warten mit der... Ja. Das U-Boot hat Haifisch geheissen übrigens. Ja. Jetzt wird es langsam wieder grün. Ja, es wird wieder hell. Ja. Alles im grünen Bereich da oben. Ja, wirklich grün. Ja. Was haben doch die für Wetter an der Oberfläche? Ich bin gespannt. Kannst du sagen, wir sind in 10 Meter, gehen wir auf den Stoß. Der Libero heiligt. Athena von P63. Antwort, es gibt einen Luftstoß.
wissen Sie, wo wir kommen. Ja, der Luftstoß ist schon gemacht. Du kannst schauen, ob man sieht. Oh, bist du froh? Ja. Ja, ich bin froh. Ich bin aber vor allem auch froh, dass ich das gemacht habe. Unglaublich. Was wir gesehen haben. Ja. Schön, gerade von der Sonne empfangen. Ah. Und wieder sicher an der Oberfläche. Da, wo das Schiff eigentlich hingehört. Und wenn ich von eigentlich rede, dann rede ich natürlich auch von diesen unglaublich grossen Schiffen, die heute überall auf der Welt mehr unterwegs sind. Kreuzfahrtschiffe. Wir haben die Möglichkeit gehabt, um bei einem von diesen Kreuzfahrtschiffen einmal hinter Kulissen zu schauen. Hier siehst du die ganze Geschichte, unglaublich spannend. Und wenn du noch mehr von uns willst, es gibt einen ganzen Haufen auch auf der SRF-Streaming-Plattform Play SRF. Schau doch auch dort mal vorbei. Viel Spass! Einstein wurde Ihnen präsentiert vom vollelektrischen Toyota BZ4X.